wahrscheinlich hier rüber. Hier. Ach, die Dinger sind jetzt so einfach. Weiß nicht. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Fleisch! Nee, heute nicht. Heute nur vegetarisch. Unterbrochen, korrekt. So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Lasst uns zur Brücke gehen. Ist gebonkt. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Die Herrscher der Hölle, Belial und Asmodan, bereiten eine Invasion vor. Dafür werde ich sie bestrafen. Wie seltsam. Ihr müsst diejenige sein, die ich hier finden sollte. Die sie finden sollte? Oh. Na, uns wird gesucht. Na gut, wenn wir ehrlich sind, nach Kerrigan wurde immer gesucht. Denn wer möchte die Süße nicht haben? Als Verbündete, versteht sich. Wir wollen uns jetzt nicht falsch verstehen. Ich will mal hier unten noch rein. Nicht nur wegen der Erfahrungspunkte, ich kann es mir nämlich nicht erlauben, irgendwas Wichtiges, ja, nicht zu machen. Was ist denn das? Ein verängstigtes Mädchen innerhalb einer Leichengruppe. Ich bin so allein. Eine Illusion. Das hätte man sich doch jetzt denken können. Sterbt, ihr elendes Mist, verseuchtes Vieh, euch. Ich habe nicht genug Arkankraft. Das war easy. Schönes, dickes Massaker. Ja, gut. Kartenmäßig. Nur noch nach oben. Ach, Moment. Da unten ist ein Eingang. Den habe ich immer total verpennt. Das Licht wird stärker. Ich kann nichts mehr aufheben. Und ich bin schon wieder total überfüllt. Dann gibt es irgendwas Neues. Ja, aber das andere hat Erfahrungspunkte. Die Leichen von Unschuldigen liegen im Sand verstreut. Diese widerwärtigen Kultisten sind hier entlang gekommen. Wir müssen sie büßen lassen. Das werden sie. Keiner von ihnen wird überleben. Wir haben sie schon büßen gelassen. Kein Problem. Dann öffnen wir mal ein Portal. Verkaufen schnell ein bisschen. So, und wieder zurück. Und dann gehen wir mal in das verlassene Bergwerk. Wir sind in der Höhle überfallen worden. Helf den anderen. Jo, ich renne. Bleibt starr! Ich werde euch nicht sterben lassen, solange ich noch atme! Alter, ich... Gott, die Stimme kenne ich. Rettet meine Männer! Sie sind in dieser Höhle versteckt! Ah, verdammt! Wen spricht der nochmal? Dammit! Wen spricht der nochmal? Mir liegt es... Lasst uns dem Hauptmann Bericht erstatten. Das liegt mir auf der Zunge. Gah, jetzt bin ich über mich selbst enttäuscht. Die Stimme ist nämlich geil. Also im Sinne von genialer Sprecher. Alle sind anwesend oder tot. Nun gut, Männer. Versorgt die beiden und dann raus aus dieser verdammten Grube. Ja, Sir. Moment. Hört ihr das? Noch ein Überfall! Bleibt am Leben, Idioten. Ich habe nicht genug Arkankraft. Männer, töte diesen großen Lakuni! Es war eine herausfordernde Schlacht. Danke für eure Hilfe. Kein Problem. Ereignis erledigt. Der Schlupfwinkel der Lakuni haben wir bekommen.
Der hatte was fallen gelassen, einen Stab. Da haben wir schon was Besseres. Brauchen wir alles nicht. Und raus geht's. Mal sehen, da oben könnte noch was sein. Wobei ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass bei diesen generierten Eventteilen immer nur eins pro Karte da wäre. Naja, sehen wir gleich. Oh Gott. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ah, verängstigt mich doch nicht immer so. Ich habe Angst auf dem Schwierigkeitsgrad, einfach dass ich verreck. Weil dann kann ich euch nichts mehr weiter zeigen. Das ist schon bitter. So, das war's wohl gewesen. Begeben wir uns zur Illusionsbrücke. Und überqueren diese auch direkt mal. Und ab in die schwarze Schlucht. Ob Magda uns da schon erwartet? Wer weiß. Wir sollen ja nach Alcanus. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Na, das ist doch mal schön, dann fahr mal los. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Das meint ihr wirklich ernst, oder? Ich habe einmal von einem Stasis-Zauber wie diesem gehört, aber ich habe es nie selbst ausprobiert. Kommt mit mir. Es wird schön sein, eine andere Magierin als Weggefährtin zu haben. So, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir den Templer weiternehmen oder eben die Verzauberin. Ich ersetze mal kurz. Lasst uns zusammen das Böse bekämpfen. Um zu zeigen, was sie so kann. Sie kann beispielsweise den Feind betören oder mit einem kräftigen Stoß eine Explosion erzeugen, die die Gegner zurückstößt und halt Schaden zufügt, wie immer. Dann haben wir hier machterfüllte Rüstung, Geschossschutz, das erklärt sich, glaube ich, von selbst, Desorientieren, ebenso Erosion, das ist ein Explosionszauber beim Gebiet, wodurch die Gegner Zeit, also über Zeit Schaden erst erleiden. Dann hat sie noch die schöne Fähigkeit Massenkontrolle, das verhext eine komplette Gegnergruppe in der Nähe. Und hier haben wir konzentrierte Geist, eine Aura, die eure Angriffsgeschwindigkeit und die der Verzauberin erhöht. An für sich ist sie nicht so schlecht. Ich spiele jetzt aber schon als Zauberin. Das heißt, ich bin diejenige, die wenig ab kann und werde dementsprechend leider, leider bei dem da bleiben. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Aber man kann auch mit allen reden. Wie lange habt ihr gebraucht, um hierher zu kommen? Nun, es war nicht gerade einfach, euch zu finden. Ich musste tagelang suchen. Als ich allein aufwachte, wusste ich nicht, was passiert war. Ich habe ein wenig darüber aufgeschrieben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es lesen. Ich verspürte keine Angst, als sie das Grab versiegelten. Nur ein Gefühl des Friedens, während mein Geist in die Dunkelheit sank. Es scheint mir, als hätte ich nur Sekunden später die Augen geöffnet und die verfallene Kammer gesehen, halb im Sand begraben. Ich habe alles zurückgelassen. Nun führt mich nur noch die Hoffnung. Nun, wie sah diese Gegend während eurer Zeit aus? Wunderschöne Städte erstreckten sich bis in den Himmel, doch sie waren voller Bosheit. Die Visjarai beherrschten sie mit einem eisernen Willen. Die Magierclans der Visjarai, meint ihr? Ja, die sind tatsächlich sehr alt. Zu meiner Zeit waren sie weitaus bösartiger. Es freut mich zu sehen, dass ihr Einfluss inzwischen nachgelassen hat. Hat auch der Prophet zu ihnen gehört? Oh nein, er wollte die Visjarai bestrafen. Sie waren die Ersten, die Dämonen in diese Welt beschworen haben. Holla. Habt ihr noch andere Verwandte, Lyndon? Mein Bruder und ich waren Waisen. Wir hatten nur einander. Und? Ist er auch ein Dieb, so wie ihr? Nein,
Er war ein Mitglied der Stadtwache. Das erscheint mir seltsam. Nicht so sehr, wie ihr glaubt. Mal abgesehen vom Ende. Oje. Das werden wir vielleicht auch mal noch erfahren. Aber erstmal reden wir noch mit ihm. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Ja, ihr strahlt so hell, dass ihr euch freiwillig selbst blendet. Ihr habt bereits gesagt, dass ihr Zweifel habt. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Meiner Erfahrung nach kann Meditation über ein Problem dabei helfen, seinen Geist zu ordnen. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Gut, gut. Dann probier das mal, alter Zauber. Aber wir gehen jetzt... Außenposten von Kasim. Genau, ein bisschen weiter. Klappen uns direkt die nächsten Sachen. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Wow. Brauche mehr Arkankraft. Ich dachte eigentlich, das würde jetzt ein bisschen bitterer ausfallen. Ach, die sind einfach noch nicht so stark, wie ich sie in Erinnerung habe. Die Gegner. Ach, boah, da nehmen wir dies. Natürlich. Wie sieht's denn aus? Boah, ganz passabel. Dann die Haie, kommt her. Ihr dämlichen Mistviecher. Ach ja, die Blitzrüstung. Schöneres gibt's doch gar nicht. Zugegeben, ich habe keine Ahnung, was die Margarine noch für Sachen bekommt. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen verlassenen Keller. Helft mir! Ich will nicht sterben! Oh. Ja, sorry. Hab's versucht, aber hat nicht so geklappt. Der hat nämlich alle zerlegt, die da waren. Lustigerweise, aber nie uns. Ob man da ein Quäntchen Blut braucht von den Gefangenen oder so, frage ich mich schon des Öfteren. Die stechenden Winde. Oh, nein, da möchte ich noch nicht hin. Wir bleiben in der Schluchtrandminenabteilung. Wir haben es geschafft. Was denn? Kasim im Westen nehmen. Ah, also man müsste wahrscheinlich sowieso nach Westen laufen. Das hier ist definitiv mal kein Westen. Aber wie es aussieht, wäre dort unter Umständen etwas zum Öffnen gewesen. Yeah. Wird stärker. Oh ja, das wird es. Und Level 20. Damit haben wir auch ein neues Passiv freigeschaltet. Wunderkind. Jedes Mal, wenn ihr Schaden mit einem Kernzauber verursacht, erhaltet ihr 4 Arkankraft. Oho. Hervorrufung. Abklingzeit weniger. Glaskanone. Verursachter Schaden 15. Widerstand um 10. Heilkugeln stellen 30 Arkankraft hierher, wenn sie im. Ja. Mai. Magische Schosse benutzen wir eigentlich immer. Dann nehmen wir das. So, wir haben magische Waffe bekommen. Erfüllt eure Waffe mit magischer Energie und hört zu ihrer Effektivität. Das ist mir wurscht. Wir haben bekommen Diamantenhaut-Update. Und zwar die Prismahaut. Reduziert die Arkankraftkosten aller Zauber, während Diamantenhaut aktiv ist. Ich bleibe bei der Nova. Arkankugel hat was Neues. Erzeugt eine Arkane Kugel, die euch umkreisen und explodieren, wenn sich Gegner nähern. Also Arcana Orbit. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber
Ich finde die Dinger immer noch geiler. Die Arkanflut ist, finde ich, einfach recht effektiv.